funktioniert eigentlich Microsofts Spiele-Streaming-Dienst? Im Rahmen meiner Serie zu aktuellen Streaming-Möglichkeiten schaue ich mir dieses Mal die Lösung für den Game Pass an. Los geht's! Ganz kurz erklärt, Cloud Gaming oder Xbox Game Pass Cloud Gaming oder früher Project X Cloud ist ein Cloud-Streaming-Dienst, der aktuell noch in der Beta-Version steckt. Mit diesem Dienst könnt ihr Spiele aus dem Game Pass Ultimate für Xbox und PC auch auf Android-Handys oder Tablets zocken. Derzeit allerdings noch mit etwas Latenz und in maximal 720p. Also noch nicht mal Full HD. Deswegen habe ich das Ingame-Material für dieses Video auch komplett auf meinem Android-Handy aufgenommen, damit ihr euch ein Bild von der Qualität machen könnt, die euch beim Microsoft Streaming-Dienst erwartet. Für Cloud Gaming brauchen wir zum einen den Game Pass Ultimate, der uns Zugriff auf den Dienst sowie auf alle im Pass enthaltenen Spiele gibt. Der kostet aktuell 13 Euro im Monat. Außerdem braucht die Game Pass App, die es im Play Store gratis gibt. Über die App könnt ihr sogar den Game Pass direkt kaufen, falls ihr ihn noch nicht habt. Außerdem braucht ihr natürlich ein Gerät, auf dem ihr das Ganze installieren könnt. Das bedeutet, ihr braucht mindestens ein Gerät mit Android 6.0 oder höher und Bluetooth 4.0 oder höher. Ich habe dafür mein Galaxy S20. Ebenfalls wichtig, ein Controller. Zwar gibt es auch Spiele, die rein per Touch-Eingabe gespielt werden können, was auch extra in der App angezeigt wird. Aber gerade wenn Trigger involviert sind, fühlt sich ein Controller dann doch oft viel besser an. Die neueren Xbox Wireless Controller werden einfach per Bluetooth mit dem Handy verbunden und dann genau wie an der Xbox One genutzt. Auch die anderen Xbox Controller können genutzt werden, aber der Xbox Elite Wireless Controller Series 1 funktioniert nur mit USB-Verbindung. Der Xbox Elite Wireless Controller Series 2 funktioniert derzeit nicht mit Kabelverbindung, sondern nur per Bluetooth. Genau wie der Xbox Adaptive Controller. Alternativ gibt es auch Peripheriegeräte, wie den Moga XP5X Plus Bluetooth Controller, der mit einem Stand für Handys geliefert wird. Oder die Razer Kishi Aufsätze, die aus dem Smartphone quasi eine Switch machen. Da ich den Xbox Controller schon zu Hause hatte, habe ich einfach den benutzt. Und dann gibt es natürlich noch den Dreh- und Angelpunkt für erfolgreiches, ruckelfreies Spielestreaming. Die Internetverbindung. Benötigt wird 5 GHz WLAN oder eine mobile Datenverbindung mit 10 Mbits pro Sekunde Downloadgeschwindigkeit. Zumindest das 5 GHz WLAN habe ich schon mal nicht. Das kann ich euch jetzt schon verraten. Die App hat gesagt, es sind bei mir eher 2,4. Ist aber auch eigentlich ganz gut, weil so kann ich halt rausfinden, wie sich das Ganze spielt, wenn man nicht das super top NASA WLAN hat. So wie eigentlich die meisten von uns. Später gehe ich auch nochmal mit euch spazieren, um rauszufinden, wie es sich draußen in der großen, weiten Welt so spielt, aber dazu später mehr. Denn bevor wir gucken, wie es funktioniert, sprechen wir noch über die Kosten. Habt ihr den Game Pass Ultimate, das Smartphone und den Controller bereits, ist Microsofts Cloud Gaming mit keinen weiteren Kosten verbunden. Ihr könnt also direkt loslegen. Wichtig ist jedoch, ihr braucht den Game Pass Ultimate, nicht die preiswertere 10-Euro-Version. Der Ultimate Pass kostet im ersten Monat, falls ihr das Ganze einfach mal ausprobieren wollt, 1 Euro. Danach sind es 13 Euro pro Monat, also genauso viel wie das Standard-Abo für Netflix, nachdem 2021 da die Preise angezogen wurden. Den Vergleich ziehe ich übrigens, weil der Game Pass Ultimate ähnlich wie Netflix einen breiten Katalog bietet, zu dem immer wieder neue Produkte hinzugefügt und rausgenommen werden. Nur sind es hier keine Serien und Filme, sondern Spiele. Erscheinen neue Xbox-exklusive Spiele, könnt ihr sie bereits am Erscheinungstag spielen. Auch andere Dienste wie EA Play sind enthalten, vor kurzem sind unter anderem auch viele Bethesda-Spiele in den Game Pass aufgenommen worden. Und wenn ihr euch für alte Exclusives interessiert, dank der Backwards Compatibility sind auch Spiele dabei, die es nur für die erste Xbox oder Xbox 360 gab. Gears of War 2 oder 3 zum Beispiel. Aktuell könnt ihr auf 244 der knapp über 600 Game Pass-Spiele auch über die Cloud zugreifen. Im Vergleich zum ersten Dienst, den ich in dieser Reihe getestet habe, also Nvidia's GeForce Now, sind es direkt zu Beginn sehr viel mehr gratis verfügbare Spiele, falls ihr keine große Steam- oder GOG-Bibliothek habt. Denn als Erinnerung, GeForce Now enthält nur das Streaming-Angebot, nicht die Spiele, ist dafür aber auch in einer Gratis-Version verfügbar. So, dann jetzt mal Butter bei die Fische. Wie läuft Game Pass Cloud Gaming? Tatsächlich sehr unterschiedlich. Nicht nur von Spiel zu Spiel, sondern auch von Nutzer zu Nutzer. Die Bewertungen der App im Play Store zum Beispiel gehen von geht gar nicht, stürzt dauernd ab, über super, hatte keine Probleme und viel Spaß. Auch jetzt aktuell noch. Deswegen habe ich mir das Ganze mal selbst angesehen.
Die Installation selber ging bei mir sehr schnell. Ich habe die App runtergeladen, mich angemeldet, denn den Game Pass Ultimate besitze ich schon und dann konnte ich schon direkt nach ein paar Sekunden ins Spiel starten. Abbrüche habe ich persönlich weder in der App noch bei den Spielen erlebt. Ich habe unter der Woche, am Wochenende und an Feiertagen getestet und konnte bis jetzt nichts feststellen. Lief alles soweit ganz rund. Ich habe ein paar unterschiedliche Genres ausprobiert und ich muss sagen, meine erste Berührung mit Cloud Gaming lief ziemlich hakelig. Beziehungsweise das Spiel lief hakelig. Als erstes stand nämlich Minecraft Dungeons auf dem Plan, das ich deswegen ausprobieren wollte, weil es direkt per Touch-Steuerung auf dem Handy gespielt werden kann. Und während dies zwar mechanisch gut durchdacht war, kämpft das Spiel, wie ihr sehen könnt, gerade zu Beginn der Level und der Sequenzen mit extremen Rucklern. Oder einfach einem Tearing quer über den ganzen Bildschirm. Und das egal, ob ich in einem anderen Zimmer oder direkt neben dem Router gespielt habe. Ich persönlich glaube, dass es an dem Spiel selbst lag. Mir hat es trotzdem Spaß gemacht, ich werde Dungeons auch weiterspielen, aber es ist ein extremer Unterschied zu den anderen Spielen. Direkt danach habe ich Forza Horizon 4 ausprobiert, was bei den ersten Malen wirklich sehr flüssig lief. Egal, ob ich mit Highspeed über die Landschaften gedüst oder mit Vollgas gegen die kleinen, pittoresken Steinmauern gebrettert bin, das Bild hat nie geruckelt und kam sowohl mit der Geschwindigkeit als auch mit der Zerstörung sehr gut klar. Einzig der Sound hat ein paar Mal gestockt, aber nicht übermäßig oft. Und dann war einen Tag später mein WLAN schwächer. Die App hatte mich auch gewarnt, aber ich kann ja schlecht in ein anderes Netz, habe ja nur eins. Also habe ich es ausprobiert. Das Ergebnis seht ihr hier. Tearing, Stocken und ein teilweise so unscharfes Bild, dass ich zwischendurch in Hindernisse gekracht bin, ohne sie vorher überhaupt zu sehen. Das waren zwei völlig unterschiedliche Erfahrungen und ich empfehle auf jeden Fall, vorher zu prüfen, wie stark euer WLAN ist bzw. wie schwach es werden kann. Die Verbindung zum Controller per Bluetooth blieb dabei aber immer gut. Für Forza habe ich den Controller angeschlossen und der Input-Lag war meinem Empfinden nach nicht viel stärker als auf der Konsole. Ich habe das Gefühl, ein paar Mal öfter gegen Wände gekracht zu sein, als ich es auf der Konsole getan hätte. Vielleicht ist es also doch ein bisschen verzögerter, aber nicht so, dass es wirklich störte. Damit ihr es selbst sehen könnt, habe ich hier auch aufgenommen, wie schnell das Spiel auf meine Eingaben reagiert. Das gleiche habe ich auch bei Halo 3 getan. Hier seht ihr, wann ich den Trigger drücke und wann der Schuss beim Master Chief ankommt. Halo lief beim Testen sehr flüssig. Ich hatte keine Abstürze oder Ruckler, auch nicht bei mehr Feinden oder wildem in die Luft geballere. Und zuletzt habe ich noch ein Spiel ausprobiert, bei dem schnelle Eingaben ebenfalls von großer Wichtigkeit sind. Guacamelee 2. Das ist zwar auch per Touch spielbar, aber hier würde ich eindeutig einen Controller empfehlen. Die Schläge kamen immer schnell an, wenn ich auf die Nase bekommen habe, lag es meistens eher an meinem Timing und nicht am Spiel. Auch wenn ich es sehr gerne auf den Input-Lag geschoben hätte. Um mein Empfinden mal in Zahlen auszudrücken, der Vizepräsident von Microsofts Cloud Gaming, Kareem Choudhury, sprach 2019 von ungefähr 10 Millisekunden Latenz, die ihr erwarten könnt. Das Ziel ist jedoch, in den einstelligen Bereich zu wandern. Nach dem Test in den eigenen vier Wänden bin ich noch in die weite Welt marschiert, um Cloud Gaming mit mobilen Daten auszuprobieren. Um zu testen, wie das Ganze draußen funktioniert, habe ich mich für euch in die echte Welt gewagt. Ich weiß nicht, ob ihr seht, aber es schneit und es ist so kalt, meine Hände sind so rot. Aber ich habe tatsächlich keine Latenzen gesehen, die stärker waren als zu Hause. Ich habe jetzt Minecraft Dungeons ausprobiert, es lief richtig gut. Die Ladezeiten waren ein bisschen länger zwischen den Gebieten, aber insgesamt kein Problem. Ich muss jetzt wieder rein, mir ist kalt. Aber wie geht's denn nun mit Microsofts Cloud Gaming weiter? Niedrigere Latenz und mehr Stabilität bei einzelnen Spielen stehen für mich ganz oben auf der Wunschliste für das Ende der Beta. Bei einem fertigen Produkt sollte es keine so extremen Unterschiede zwischen den Titeln geben. Noch nicht offiziell bestätigt ist, dass die 720p durch 1080p Streams abgelöst werden sollen, was xCloud bzw. Cloud Gaming auf die gleiche Stufe wie beispielsweise Google Stadia heben könnte. Außerdem soll der Dienst bald auch auf PCs laufen, was zum Beispiel dann praktisch ist, wenn wir große Spiele spielen, aber nicht installieren wollen oder können. Außerdem könnt ihr dann auch vergleichsweise lahme Laptops im Urlaub in flotte Gaming-PCs verwandeln, so wie es jetzt schon bei anderen Streaming-Diensten wie GeForce Now möglich ist. Insgesamt hatte ich eigentlich einen ganz guten Eindruck vom Game Pass Cloud Gaming. Es
steht und fällt aber mit dem Internet. Also ihr habt es ja gesehen bei Forza und auch bei Minecraft Dungeons, wenn das WLAN nicht mitspielt, dann spielt auch das Spiel nicht richtig, beziehungsweise lässt sich nicht perfekt spielen. Bei gutem Internet würde ich aber sagen, ist es eine super Sache. Ich kann mir jetzt schon gut vorstellen, dass ich einfach im Bett liegen bleibe und da Minecraft Dungeons spiele, weil ich zu faul bin, die Konsole anzustellen. Oder zum Beispiel bei Freunden kurz ein Spiel raushole, um ihnen zu zeigen, wie es sich spielt. Oder unterwegs. Ich meine damit jetzt natürlich nicht in der U-Bahn unterwegs, weil da kann man ja nicht mal telefonieren. Aber wenn ich zum Beispiel mal wieder in einem Hotel sein sollte und weder PC noch Konsole mit dabei habe, wäre das natürlich die perfekte Möglichkeit, ein bisschen zu zocken. Wenn das WLAN im Hotel funktioniert. Immer vorausgesetzt, die Internetverbindung ist gut, halte ich es für eine ziemlich coole Sache. Sowohl was Internet im Allgemeinen als auch Game Pass Cloud Gaming als Service angeht, bin ich gespannt, was die Zukunft bringt. Der Service ist aktuell noch kein kompletter Gaming-PC oder Konsolenersatz. Dafür sind die Unterschiede in der Verbindungsqualität einfach zu enorm. Aber für zwischendurch und als Beigabe zum Game Pass, den ich persönlich eh schon habe, ist es ein cooles Feature. Das waren meine ersten Eindrücke zur Beta vom Game Pass Cloud Gaming. Jetzt interessieren mich natürlich eure Ideen. Was sind eure Erfahrungen mit dem Service? Habt ihr schon ausprobiert? Wollt ihr es ausprobieren? Wollt ihr es vielleicht gar nicht ausprobieren? Und welchen Service soll ich mir als nächstes vornehmen? Wir hätten ja zum Beispiel noch Stadia oder PS Now oder vielleicht was ganz anderes. Schreibt es mir, ich freue mich.